erstmal vielen Dank, dass wir uns hier mal umschauen dürfen. Ich fange mal mit Ihnen an, Herr Schenker. Wie kommt man dazu, als Schweizer sich so ein Riesen, ich sag's mal, Riesenklotz ans Bein zu binden? Wie kommt man auf die Idee? Die Geschichte ist so, ich wollte eine Wohnung kaufen in Berlin und dann hat eine Freundin gesagt, nee, ich habe ja eine, du kannst immer bei mir sein und da musste ich mir überlegen, was mache ich mit dem Geld. Genau, und dann, ja, ich habe das gesehen im Internet und ich habe mich dann gleich verliebt und wir brauchen Platz, in der Schweiz ist alles klein und eng und sehr teuer und als Künstler, Kulturschaffender hat man gerne Platz für Projekte und dafür ist dieses Schloss da. Sie sagen als Künstler, wie darf ich das verstehen als Künstler? Also ich bin selber Künstler gewesen lange Zeit, habe dann auch recht gut verkauft, viel Geld verdient damit, hatte dann eine Galerie und später dann nicht mehr, aber ich habe jetzt im Sinn wieder anzufangen und ich habe natürlich hier auch viel Platz für meine Werke auszustellen, beziehungsweise denen so wie ein Heim zu geben, Platz eben, den wir in der Schweiz sehr oft nicht haben. Da stellt sich für mich gleich die Frage, die Künstlerszene ist ja auch in den Großstädten, wenn ich jetzt mal nur ein Stückchen weitergehe, in Leipzig ist ja auch eine sehr große Künstlerszene. Dort gibt es ja auch ähnliche Projekte, wo alte Werkhallen oder sowas von Künstlern jetzt genutzt werden. Funktioniert das dann hier auf dem Land? Also ich hoffe, dass das funktioniert auf dem Land, weil es ist ja auch diese Gegenbewegung eben von der Stadt wieder raus ins Land. Und natürlich mit den ganzen Social Media, mit Internet hat man viel mehr Möglichkeiten auf dem Land. Also man kriegt jeden Film, den man sich anschauen will. Man kriegt sehr viel, was früher nicht möglich war. Man kann viel auch Arbeit erledigen. Also es ist nicht mehr so entscheidend, wo man ist, eben durch die Digitalisierung. Und wenn man dann eben an einem Ort ist, wo es so schön ist wie hier und eben so viel Entwicklungspotenzial, das ist für uns eben noch wichtig, dass ich mag nicht so Gegenden, die so fertig sind, sondern ich habe gerne was noch Potenzial hat, wo Aufbruchstimmung ist. Und das ist hier gegeben und eben wunderschöne Gegend, guter Wein, nette Leute. Frau Flunzer, ich habe gehört, Sie sind die rechte Hand vom Herrn Schenker. Was ist denn Ihre Aufgabe? Wie sind Sie denn dazu gekommen, hier mitzuarbeiten? Also ich war dabei von Anfang an mit Herrn Schenker. Wir haben dann so eine Schlosstour gemacht und geschaut, was in Frage käme, vor allem für das Kulturprojekt. Und das hatte sehr viel Potenzial. Und dann ja, hat der Traum und die Schönheit angefangen. Und dann haben wir angefangen und so zuerst im kleinen Rahmen so Kulturveranstaltungen. Und dann hatten wir auch Künstler schon mal hier, die übernachtet haben und hier ihre Werke kreiert haben und so weiter. Und dann kam es mit der Renovation und so weiter und so fort. Ja, so war die Geschichte von uns. Wie wurden Sie denn aufgenommen von den Bewohnern hier im Ort? Also ich denke, das weiß ich, müssten Sie die Bewohner fragen, aber ich Bewohnerinnen auch. Ich glaube gut, weil wir haben immer den Kontakt gesucht, wir waren immer down to earth, also wir wollten da nicht was Abgehobenes, das ist für uns ganz wichtig. Wir arbeiten vor Ort mit den Menschen von hier und deshalb muss das immer auch realistisch sein. Also eben, als Sie vorher fragten, wie ist das auf dem Land, also wir müssen die Projekte den Begebenheiten anpassen und das macht aber auch Spaß, weil das ist auch eine Herausforderung, sich zu überlegen, was funktioniert und was funktioniert nicht. Und wir haben ja dieses Objekt eigentlich nicht, das ist nicht produktorientiert, dass es geht da nicht darum, dann hier viele Leute für Shows zusammenzubringen, sondern es ist wirklich der Prozess. Es ist eigentlich mehr Leute kommen hier und arbeiten gemeinsam, wie das jetzt bei diesem Kulturprojekt der Fall ist. Es werden aber auch noch Künstler erwartet, oder? Ja, die treffen dann ein, einige werden schon da sein um 14 Uhr und die anderen, wenn sie keinen Stau haben, sollten dann alle um 5 Uhr hier sein. Und dann ist die ganze Woche, sind die hier. Man kann dann die Künstler auch erleben, wie sie arbeiten. In diesem Pavillon zum Beispiel ist das möglich oder im Park. Und wenn es dann wieder so heiß ist wie letzte Woche oder wie diese Woche mal, dann flüchten wir uns dann ins kühle Schloss. Wenn jetzt unser Zuschauer, ich sag mal so, Appetit auf
den Besuch hier bekommen haben. Wann ist es denn überhaupt möglich, hier sich das vielleicht mal anzuschauen, oder sind noch weitere Veranstaltungen geplant? Ja klar, also eben Sonntag ab 14 Uhr ist man herzlich willkommen, kann man auch das Schloss besichtigen, das, was man renoviert hat, was passiert ist in den letzten 4 Jahren. Wir hatten ja ein unglaubliches Glück, dass wir einen Menschen aus Naumburg haben, einen ehemaliger Dachdecker, der sich so quasi verliebt hat ins Schloss und ehrenamtlich hier uns unterstützt, sonst wäre es gar nicht möglich. Und dann fürs Publikum vielleicht noch interessant ist sicher auch dann am Freitag ein Musiktheater. Da geht es um die Geschichte von Sarah Leander. Die war ja eine sehr zwiespältige Persönlichkeit, also einerseits eine große Diva und dann eben die ganze Nazi-Geschichte. Also sehr eine spannende Geschichte, die da erzählt und gesungen wird. Dann ebenfalls leider ausgebucht ist schon der Montag, das ist diese kulinarische Installation, wo wir von Raum zu Raum gehen und dann essen und trinken natürlich auch. Dann aber gibt es am Mittwoch einen Film von Felice Zenoni, der wird uns einen Schweizer Künstler näher bringen, hat einen Film gemacht über Heinrich Daniot und der wird auch vor Ort sein und es wird ein Gespräch geben. Und dann am nächsten Samstag vor allem dann eigentlich das Kunstfest oder das Sommerfest quasi hier nochmal im Park. Okay, dann vielen Dank. Ich hoffe, Sie zeigen uns jetzt auch noch ein bisschen was von innen. Von außen haben wir es ja jetzt schon gesehen. Und wir freuen uns. Leider klappt es dieses Wochenende nicht, aber vielleicht klappt es an einem anderen Tag gerne mal, dass Sie uns mal einladen. Diese Zara-Geschichte wäre sicher interessant. Ja. Das ist dann auch jemand anders, nicht immer die gleichen. Oder? Genau. Ja, und wichtig wäre zum Beispiel, ich meine, wenn die Bewohner jetzt kommen möchten während der Woche, dann können sie am Prozess eines Werkes, am Entstehen eines Werkes teilnehmen, weil die Künstler sind ja dann hier im Park, die malen dann. Und dann am Sommernachtsfest, am nächsten Samstag, also übernächsten Samstag, sehen Sie dann die Gemälde der Künstler, also das Endresultat. Das ist natürlich schon ein Highlight.